Alles in Ordnung? Du bist zu schweigsam. Ja, alles klar. Ich war nur in Gedanken. Das Triumvirat? Ja. So viele Eindrücke, die ich erst nach und nach verarbeiten muss. Unsere Lea ist eine wahrhaftige Heldin. Und jetzt haben wir sogar unseren eigenen Drachen. Oh, ist das alles aufregend? Ich will mir gleich ein paar neue Zaubersprüche aneignen, denn eine solch glorreiche Truppe braucht natürlich einen versierten Magier. Wenn ihr meine Dienste benötigt, ich bin dicht hinter euch und übe. Brr, Pferdchen. Lassen wir uns etwas nach hinten fallen, damit die anderen nicht gestört werden. Diese Straße zieht sich ja endlos. Ich dachte, wenn wir die Steppe hinter uns gelassen haben, wird es besser. Es ist eine alte Heeresstraße. Früher oder später führt sie uns in die nächste größere Stadt. Ihr habt vielleicht euer halbes Leben auf dem Rücken von Pferden verbracht. Ich mach diese ewige Schaukelei mürbe. Nimm's nicht persönlich, Indira. Wenn der Rücken deines Drachen breit genug für uns alle wäre, könnte das die Dauer unserer Reise erheblich verkürzen. Mich macht das Vieh da oben in der Luft unruhig. Einem Drachen kann man nicht trauen. Okay, Rog, ich sage Fädrak, er soll höher fliegen, damit du ihn nicht mehr sehen musst und dir vor Angst in die Hosen machst. Das ist nicht lustig. Was weißt du denn schon von diesem Tier? Womöglich beißt er wild um sich, wenn ihm etwas nicht passt. Vielleicht beißt er ja dich, weil er dein Gequatsche nicht mehr ertragen kann. Wolltet ihr euch nicht zusammenraufen? Wir sollten froh sein, dass uns der Drache zur Seite steht, Rog. Er kann uns noch sehr nützlich sein. Lea spielt mit der Kreatur, als wäre es ein Hündchen. Sie hat einfach keinen Respekt vor dieser Naturgewalt. Ich muss mir das nicht anhören. Wenn's recht ist, lasse ich mich zurückfallen, okay? Vielleicht ist Dogo besser drauf als ihr. Dein Freund mag mich nicht, wie es scheint. Rog ist ein Arschloch und ganz sicher nicht mein Freund. Der Typ hat eine Meise. Sieht in allem eine Gefahr. Vorsicht ist nichts Verkehrtes in dieser Zeit. Am besten, du bleibst so unauffällig wie möglich im Hintergrund. Dann wird er sich schon wieder einkriegen. Führst du selbst Gespräche? Oh, Dogo. Nein, ich habe nur mit Fädrak geredet. Eigentlich müsste ich dabei nicht mal Worte formen. Er kann meine Gedanken hören. Aber ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen. Interessant. Du fürchtest dich nicht vor dem Drachen, oder? Aber nein. Dieses Tier trägt so viel Magie in sich. Was könnte ich anderes tun, als es zu bewundern und zu bestaunen? Ja, du hast recht. Fädrak ist in der Tat ein magisches Wesen. Viel mehr als nur ein Tier. Rogs Meinung über deinen neuen Freund wäre sicher besser, wenn er ähnliche Erfahrungen wie du mit den Drachen gemacht hätte. Kann schon sein. Du bist der erste Mensch seit 1000 Jahren, dem eine Audienz beim Triumvirat der Drachen gewährt wurde. Wer kann das Drachenvolk besser verstehen als du? Ach, wie gerne wäre ich dabei gewesen. Vielleicht ergibt sich ja irgendwann eine weitere Gelegenheit. Dann nehme ich dich mit. Oh, es wäre mir eine Ehre, an deiner Seite vor den Drachenrat treten zu dürfen. Wenn du mir nicht mehr böse bist wegen des misslungenen Warnzaubers. Was redest du denn da, Dogo? Wieso sollte ich dir böse sein? Der Warnzauber hätte unsere Feinde eigentlich entlarven sollen. Stattdessen sind wir geradewegs in einen Hinterhalt der Waggonen getappt. Ich habe dich dadurch in große Gefahr gebracht. Aber Dogo, für den Angriff der Waggonen kannst doch du nichts. Ich hätte mich nicht so weit von der Gruppe entfernen dürfen. Rog hat gesagt, ich stelle eine Bedrohung für die ganze Mission dar. Seit wann hat Rog hier etwas zu melden? Dogo, lass dir nichts einreden. Du bist ein nützliches Mitglied dieses Teams und mindestens genauso wichtig wie Telon oder Rog. Und wenn mal der ein oder andere Zauber daneben geht, was soll's? Dann machst du es eben beim nächsten Mal besser. Du bist also nicht mehr enttäuscht von mir? Das war ich niemals. Und wenn Rog weiterhin so einen Schwachsinn verbreitet, dann muss ich ihm wohl mal meinen Drachen auf den Hals hetzen. Da kommt Rog. Du bist spät dran. Ich habe nicht alle Sachen auf Anhieb gefunden. Na dann los, lass uns aufbrechen. Halte den Dieb! Los, Männer! Weg, weg! Im Namen des Gesellen entkommen! Was ist denn da los? Die Wachen verfolgen jemanden. Rog erkannte die Flüchtende sofort. Es war die Frau, die es noch vor weniger als einer Stunde auf sein Geld abgesehen hatte. Sie rannte auf das Stadttor zu, scheuchte dabei Pferde und in Trauben herumstehende Menschen auf. Sie will durch das Stadttor fliehen. Das schafft sie nie. Die Wachen mit ihren Hellebarden sind ihr viel zu dicht auf den Fersen. Du solltest dich doch nicht wieder erwischen lassen. Das wird nicht gut gehen.
Ich muss etwas tun. Gleich haben wir sie. Los, los, los! Raj, bist du verrückt geworden? Warum hast du der Wache ein Bein gestellt? Was um alles in der Welt machst du denn da? Das siehst du doch! Ich verprügle die Wachen! Und gibt es dafür auch einen Grund? Ja, aber jetzt ist keine Zeit für Erklärung. Wir müssen von hier verschwinden. Wir haben den Dieben geholfen! Raj schwang sich auf sein Pferd. Die anderen folgten ratlos seinem Beispiel. Schnell, zum Stadttor raus! Sarah, steig auf! Du? Lass mich in Ruhe! Verdammt! Die Wachen schießen schon auf uns! Los, wenn du leben willst, dann nimm meine Hand! Rauf auf das Pferd! Es ist höchste Zeit, hier wegzukommen! Seid sie, Männer! Auf die Pferde, schnell! Die holen uns ein! Gegen so viele kommen wir nicht an! Rog muss sie ganz schön verärgert haben! Lass mich mal machen! Feldrack! Schon der bloße Anblick des herunterstürzenden Drachen reichte aus, um die Verfolger Hals über Kopf in die Flucht zu schlagen. Viele der Pferde bäumten sich auf und warfen ihre Reiter ab, die zu Fuß das Weite suchten. Es bereitete Feldrack einen Heidenspaß, diesen Stadtwachen den Schrecken ihres Lebens einzujagen. Der Tempel erstrahlte im warmen Licht tausender Fackeln und schon von Weitem dröhnte Musik durch die Gassen. Was die Menschen hier als Fest bezeichneten, machte mich sprachlos. Das ganze Dorf war auf den Beinen. Hunderte Menschen hatten sich auf dem Platz vor dem Tempel versammelt und bewegten ihre Leiber zuckend zur Musik. Die unzähligen lodernden Feuer tauchten die Menschenmasse in ein ekstatisches Spiel aus Licht und Schatten. Auf einem Podest malträtierte eine Gruppe Musiker merkwürdig anmutende Instrumente. Wie von einem magischen Strom erfasst, wurde ich unwillkürlich von den Klängen mitgerissen und begann in tanzende Bewegungen zu verfallen. Das ist der Hammer hier! Wie ein Rockkonzert! Die Leute wissen wirklich, wie man Feste feiert. Schön, dass du doch mitgekommen bist, Telon. Aber muss das denn so laut sein? Man versteht ja sein eigenes Wort nicht. Bist du ein Spießer? Und was du da anhast? Du bist ja halb nackt. Ich weiß, dafür bräuchte man einen Waffenschein. Ist schon unverschämt wenig Stoff. Aber gut zum Tanzen. Alle laufen hier so rum, siehst du? Also beruhige dich wieder und lass dich einfach von der Musik tragen. Hast du etwa getrunken? Du solltest wirklich etwas lockerer werden. Probier mal das Zeug, das hier in die ausgehöhlten Früchte abfüllen. Schmeckt wie Likör. Da kannst du gar nicht mehr aufhören zu trinken, ich schwör's dir. Guten Abend, ihr einsamen Seelen. Soll unser Spiel euch eine Freude sein? Von Alltagsnöten euch berauben, unsere Melodeien euch verzaubern. Im Feuer dieser Sternennacht wollen wir tanzen, dass die Seelen.